Es gibt 5 brandgefährliche Sätze, die dürfen Sie sich einfach von niemandem gefallen lassen. Diese Sätze, die sollen Sie niedermachen. Und solche Tiefschläge, die kommen übrigens öfter auch mal von Freunden und Bekannten. Durchschauen Sie bitte dieses faule Spiel und wehren Sie sich rechtzeitig. Ich verrate Ihnen, wie das geht. Mein Name ist Martin Wehler, ich bin Autor des Buches »Den Netten beißen die Hunde« und ich habe die 365-Tage-Challenge erfunden, die Sie jeden Tag des Jahres motiviert und inspiriert. Link unter diesem Video. Nun könnten Sie fragen, ist das nicht ein wenig drastisch formuliert, dass ich jemanden zum Teufel jagen soll, nur weil er einen falschen Satz zu mir gesagt hat? Natürlich kann es jedem Menschen passieren, dass er zum Beispiel im Streit etwas Unbedachtes sagt, dass er also übers Ziel hinausschießt. Wir alle, ich und Sie wahrscheinlich auch, wir lassen uns gelegentlich von unseren negativen Emotionen einfach mitreißen. Aber in diesem Video, da möchte ich nicht über Sätze sprechen, die einmalig im Streit fallen, sondern ich möchte sprechen über ein schleichendes Gift, das Ihnen jemand im Alltag immer wieder und wieder verabreicht, indem er diese Sätze wiederholt und wiederholt. Und dieses Gift, das sickert ganz langsam in Ihre Seele ein, das trübt Ihr Wohlbefinden und das mindert Ihr Selbstwertgefühl und schließlich bremst es Ihre Lebensfreude aus. Sie werden gleich hören, um welche fiesen Sätze es sich handelt. Der Philosoph Martin Heidegger hat mal geschrieben, Sprache ist das Haus des Denkens. Und wenn Ihnen jemand ständig destruktive Gedanken unterjubelt, dann untergräbt er das Fundament Ihres eigenen Lebens. Denn Sätze, die Sie oft genug hören, die lagern sich in Ihrem Kopf als Wahrheiten ab. Gut möglich, dass Sie schon jahrelang von den Aussagen eines anderen Menschen beeinträchtigt werden, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Und wenn Sie diesen Menschen jetzt gleich in den genannten Sätzen wiedererkennen, dann ist es keinesfalls eine Übertreibung, dass Sie ihn zum Teufel schicken sollten. Dann sollten Sie ihn wirklich aus Ihrem Leben werfen. Und jetzt stelle ich Ihnen die 5 Sätze vor, gegen die Sie sich wehren sollten. Und am Ende des Videos verrate ich Ihnen, wie Sie den anderen aus Ihrem Leben entfernen. Es gibt da eine spezielle Formulierung, einen Zaubersatz. Also, erster fieser Satz. Ich kann das nicht mehr hören. Wer das zu Ihnen sagt, wenn Sie über ein wichtiges Thema sprechen, der sagt indirekt zu Ihnen, du interessierst mich einen Dreck, verschon mich mit deinen Gefühlen und mit deinen Gedanken. Und natürlich ist der Satz gelogen, denn er kann das schon noch hören, aber er will es nicht mehr. Auf diese Weise vermittelt Ihnen der andere das Gefühl, dass Sie kein Recht haben auf Ihre Empfindungen, auf Ihre Gedanken und auf Ihre Erlebnisse. Er vermittelt Ihnen das Gefühl, dass Sie sich selbst zu wichtig nehmen. Und so spricht jemand, der Sie klein machen will, erniedrigen will und der sich von Ihnen innerlich schon abgewendet hat. Und je öfter dieser Satz fällt, desto eher sollten Sie den anderen zum Teufel schicken. Am Ende verrate ich Ihnen den Satz, der dafür ideal ist. Und hier ist der zweite Satz, der Sie skeptisch stimmen sollte. Irgendetwas stimmt mit dir nicht. Das ist ein Gaslighting-Satz aus dem Lehrbuch. Hier versucht jemand, Ihnen einzureden, dass Sie so eine Art Dachschaden haben, dass Sie zu empfindlich sind oder sich merkwürdig verhalten oder kein Recht auf das haben, was Sie fühlen oder denken. Wer so mit Ihnen spricht, der schwingt sich in die Rolle des Psychiaters aus und er degradiert Sie zum kleinen, nichtigen, hilfsbedürftigen Patienten. Und wenn Sie diesen Satz immer wieder hören, erreicht das Gaslighting sein Ziel. Sie beginnen an sich selbst und an Ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Stimmt es vielleicht, dass mit Ihnen etwas nicht in Ordnung ist? Und wenn Sie das denken, dann hat der andere sein Ziel schon erreicht, denn nun sind Sie abgelenkt vom eigentlichen Problem und das ist sein fieses Verhalten, sein fieses Gaslighting. Auch in diesem Fall sollten Sie den Zaubersatz verwenden, mit dem Sie Ihr Gegenüber zum Teufel schicken können. Ich verrate Ihnen das gleich. Und hier der 5. Satz, der sehr gefährlich ist. Das schaffst du nie im Leben. Ganz egal, welches ambitionierte Ziel Sie sich auch setzen, ob Sie mit dem Rauchen aufhören wollen oder Ihr Abitur nachholen, ob Sie eine Führungsposition anstreben oder einen attraktiven Menschen als Partner gewinnen wollen, ob Sie ein wunderbares Haus bauen wollen oder einen Marathon laufen. Der andere sagt zu Ihnen einfach nur, das schaffst du nie im Leben. Der Satz heißt, übersetzt, du überschätzt dich total, in Wirklichkeit bist du eine Niete, die nicht mal ihr eigenes Leben geregelt kriegt und du wirst immer eine solche Niete bleiben, du kommst niemals von der Stelle, darum probier es erst gar nicht.
Das ist ein ganz, ganz fieser Entmutigungssatz, den vor allem Menschen aussprechen, denen es ein Dorn im Auge wäre, wenn sie etwas Besonderes erreichen würden. Denn diese Menschen, die vergleichen sich pausenlos mit ihnen und die gönnen ihnen keinen Erfolg. Ihr Erfolg, den würden sie als eigene Niederlage erleben. Und darum setzen sie alles daran, ihre Motivation auszubremsen. Immer, wenn Sie solche absoluten Aussagen hören, mit Wörtern wie nie oder im Leben, dann ist die Chance groß, dass jemand ein Pauschalurteil über Sie fällt, und zwar aus egoistischen Gründen. Und dagegen müssen Sie sich wehren. Ich sage Ihnen gleich, wie Sie das schaffen. Vorher noch zwei weitere Angriffssätze. Vierter Satz, der Sie niedermachen soll: Stell dich nicht so an. Das ist ein Satz, den man gern zu Kindern sagt. Aber was heißt er übersetzt, wenn er sich an Sie als Erwachsenen richtet? Er heißt: Du bist eine Mimose, du nimmst dich viel zu wichtig, deine Klage hat keinen Grund, deine Trauer hat keinen Grund, dein Schmerz hat keinen Grund. Ich, der Gesprächspartner, schreibe dir also vor, was du empfinden darfst und was nicht. Denn ich als Gesprächspartner weiß das viel besser als du, was gut ist für dich und was nicht. Dieser Satz, der zeugt von großer Verachtung. Hier wischt jemand ihre Gefühle einfach weg, hier schwingt sich jemand in den Hochstatus, hier degradiert sie jemand zur ganz kleinen Nummer. Lassen Sie sich das nicht gefallen. Und hier der fünfte Satz, gegen den Sie auf die Barrikaden gehen sollten, wann immer Sie ihn hören, vor allem wenn Sie ihn wiederholt hören. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ganz egal, was Sie vom anderen wollen, ob Sie nach seiner Hilfe fragen oder sich verabreden wollen, ob Sie eine gemeinsame Unternehmung planen oder vorbeikommen wollen, immer wieder heißt es: Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Übersetzt heißt das: Du bist mir vollkommen unwichtig. Alles andere ist mir wichtiger. Andere Menschen sind mir wichtiger. Andere Tätigkeiten sind mir wichtiger. Du stehst auf meiner Prioritätenliste ganz unten. Und wenn ich sage, dass ich jetzt keine Zeit für dich habe, ist damit nicht jetzt gemeint, sondern fast immer. Nur weniges ist so verletzend, als wenn ein Mensch Ihnen das Gefühl gibt, dass Sie unwichtig für ihn sind und dass ein Treffen mit Ihnen für ihn Zeitverschwendung wäre. Eine solche Botschaft kann Sie seelisch auf das Format eines Zwerges schrumpfen lassen. Wenn Ihnen jemand dauerhaft solche Sätze sagt, nicht nur im Streit, sondern immer wieder, dann gibt es nur eine Konsequenz. Sie sollten sich von diesem Menschen trennen, denn er tut Ihnen nicht gut. Und darum sage ich Ihnen jetzt, wie Sie sich gegen all diese fünf Sätze wehren können und wie Sie diesen Menschen, wenn er wiederholt so zu Ihnen spricht, zum Teufel jagen. Und meine Zauberformulierung für diese Situation, die enthält eine Ich-Botschaft, das ist immer stark, weil Sie über Ihre eigenen Gefühle sprechen und niemals diskutieren müssen. Und diese Formulierung, die stellt eine deutliche Konsequenz in den Raum. Die Formulierung lautet: Ich habe jetzt schon oft Sätze wie diesen von dir gehört. Diese Sätze kränken mich, denn ich bekomme das Gefühl, dass ich dir wenig bedeute. Ich möchte mich aber mit Menschen umgeben, die mich ernst nehmen, die meine Gefühle ernst nehmen und die meine Gedanken ernst nehmen. In unserem Kontakt erlebe ich das nicht mehr so. Darum möchte ich, dass ab heute jeder von uns seine eigenen Wege geht. Das klingt viel freundlicher, viel intelligenter als "Scher dich zum Teufel", aber im Endeffekt bedeutet es dasselbe. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video über die 1-Sekunden-Regel. Ich verrate Ihnen einen Trick, der Ihnen blitzschnell den Respekt anderer Menschen bringt. Sie können das Video in der Infobox anschauen oder wir blenden es gleich noch zum schnellen Anklicken ein. Darf ich Ihnen am Ende noch was ganz Besonderes schenken? Ich schenke Ihnen mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Es verrät Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag in ein besseres Leben abbiegen. Es ist eine wunderbare Methode. Eigentlich kostet dieser Kurs 50 Euro. Nur für kurze Zeit ist er noch kostenlos. Klicken Sie hier und mischen Sie die Karten Ihres Lebens neu. Abonnieren Sie meinen Kanal mit Glocke, dann bekommen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.